Liebe Brüder und Schwestern, wir haben mit einem Totenlied angefangen, das uns zum Grabe führt und das man oftmals singt, wenn jemand beerdigt wird. Aber das scheint mir nicht ganz falsch zu sein. Unser Blick wird im November sehr stark gerichtet auf das Jenseits, auf das, was die Welt umfasst und was sie vielleicht auch trägt. Wir hatten ja schon, vor 10 Tagen hatten wir schon 2 Feste, aller Heiligen und aller Seelen. Auch da konnten wir gucken hinaus auf das, was uns bevorsteht. Oder auch, es gibt im November noch einen Tag, den Totengedenktag, der kommt in ein paar Tagen. Also alles im November ist darauf gerichtet, uns mit dem Ernst des Lebens zu verbinden oder mit der Vollendung des Lebens, mit dem Ende oder der Vollendung. Die Tage sind ja auch so, es nimmt das Licht ab, wenn das Licht die Kraft des Lebens ist, nimmt damit die Lebenskraft ab und wir gehen einem jedenfalls zunächst einmal symbolischen Ende entgegen. Wie auch der Jahreskreislauf mit Frühling und Sommer und Herbst und dann Winter unser Leben nachzeichnet, damit wir es vielleicht daran lernen. Vielleicht sollten wir es auch an jedem Tag lernen. Die Kirche hat, wie war das in der Komplett, zum Ende des letzten Gebetes der Kirche von der Komplett, das kommt von komplett, wenn der Tag komplett ist, heißt es, eine ruhige Nacht und ein gutes Ende gewähre uns der allmächtige Herr, als ob der Schlaf uns jedes Mal angewöhnen will, uns doch mit dem ewigen Schlaf, jedenfalls in dieser Welt, ihn anzunehmen. Das heißt, der Tod des Schlafes Bruder oder der Schlaf ist des Bruders Tod, je nachdem. Auch das Evangelium hier, das wir gehört haben, ein sehr merkwürdiges Evangelium, das man normalerweise gar nicht versteht. In unserem Umkreis, unserer Weltenumkreis kommt sowas überhaupt nicht vor. Wer heiratet schon unbedingt seine Schwägerin und sieht das als religiöses Gebot an? Ich glaube, ich habe hier in Brenken noch nicht mal darüber gesprochen. Im Laufe der vielen Jahre, die ich hier bin, will ich das heute mal tun. Und diese Levirat-Ehe, das kommt von Levir, Schwager. Das ist lateinisch, Schwager, aber ich weiß nicht, warum man das Latein genommen hat. Original ist es natürlich Hebräisch. Das ist die sogenannte Levir-Ehe oder Levirats-Ehe. Hier ist er natürlich im Extremfall genannt. 7 Brüder waren einmal, einer nimmt eine Frau, er stirbt, dann muss der Nächste ran, dann der Nächste, dann der Nächste. Bei uns ist das ja eher verpönt und kirchlich ist das sogar ein Ehehindernis, so eng zu heiraten. Aber was hatten sich die Alten dabei gedacht? Es steht auch als Gesetzesvorschrift im Buch Deuteronomium und es ist noch etwas älter. In der Josefsgeschichte kommt es selber vor, da wird es geradezu erfunden. Was wollten die Alten erreichen, indem, wenn ich sterbe, mein Bruder ran muss, um für mich Nachkommen zu erzeugen? Durch etwas Nachdenken kann man darauf kommen. Es ist der Wille, mit dem Letzten in Verbindung zu sein. Wenn ich schon vorher sterbe, bevor der Messias kommt, wie viele Jahren wird er kommen? Will ich doch wenigstens in meinen Nachkommen dabei sein. Es hat auch noch ein bisschen mit dem Erbrecht zu tun, das spielt beides herein. Also, ich will dabei sein, wenn der Messias kommt und sein Reich aufrichtet. Da ich aber menschlich gesehen bestimmt vorher gestorben bin, will ich wenigstens in meinen Kindern dabei sein. Es drückt sich darin aus, eben die Erkenntnis oder das Gefühl, vielleicht ist es nur ein Gefühl, dass ohne ein letztes Ende meines Lebens in einem Jenseits meiner Möglichkeiten mein Leben nicht vollendet ist. Ich weiß nicht, wie praktisch es durchgeführt wurde, aber ich habe vor kurzem, vor 1-2 Jahren gelesen, es gibt sogar orthodoxe Juden im heutigen Israel. Da war eine Frau, die sich weigerte, in ein Flugzeug zu steigen und Verwandte zu besuchen, die irgendwo in der Welt verstreut waren, weil sie sagte, vielleicht, wenn ich auf Reisen bin, kommt gerade dann der Messias und ich bin nicht da. Ein etwas extremer Glaube an das Jenseits. Ich kenne noch ein anderes Beispiel, das will ich doch auch hier anführen. Es erzählt sich nämlich sehr gut. Es hat mich sehr beeindruckt. Ich habe vor Jahren einmal mich in die Josefsgeschichte vertieft. Josef und seine Brüder
also in der Gestalt von Thomas Mann. Das sind natürlich sehr viel mehr Seiten. In der Bibel sind es 20 Seiten und er macht daraus 1600 Seiten. Aber man kann sich darin vertiefen. Und ich bin also richtig für einige Zeit zum Ägypter geworden. Und Josef der Ägypter, der Sohn Jakobs, der von den Brüdern verstoßen und verkauft wurde, er steigt ja bekannterweise, kennt ihr, ach, ihr seid die Kommunionkinder? Kennt ihr die Josefsgeschichte? Ach, wirklich? Aber so gut kanntet ihr ja gar nicht kennen. Erzählt euren Lehrern und Katecheten, dass sie die nochmal erzählen, weil die so schön ist. Ich liebe die am meisten von den biblischen Geschichten. Also Josef, der wird von seinen Brüdern verkauft, aber er hat Gaben bekommen und vor allem die Gabe der Weissagung und er wird von Pharao erhöht. Ich will jetzt nicht die 1600 Seiten erzählen, das ist etwas lang. Aber er wird erhöht und mit dem Wort wird er erhöht, das mich beeindruckt hat. Der Pharao sagt, sei du der zweite Mann in meinem Staate, nur um den Thron will ich höher sein als du. Und als erstes, als Zeichen deiner Würde, will ich dir ein ewiges Haus bauen. Und danach erst kommt ein zeitliches Haus, eine Villa. Was ist denn das ewige Haus? Ja, das ist der Ewigkeits- oder der Jenseitsglaube der Ägypter, der offensichtlich sehr lange gehalten hat, also tausende von Jahren. Wenn wir sind jetzt 4000 vor Christus etwa, da waren die Pyramiden schon alt. Jetzt haben sie natürlich 4000 Jahre mehr. Ein ewiges Haus bauen heißt, ein Grab im Westen aushauen in den Bergen. Dann musste man über den Nil drüber weg, nach Westen, natürlich nach Westen, weil im Westen ja die Sonne untergeht. Dort wird man also begraben. Wichtiger in dieser Kultur, es gilt eigentlich nur für Hochgestellte, die anderen wurden in der Matte gewickelt und dann kamen sie weg. Also, für diese hohe Kultur ist ein ewiges Haus wichtiger als ein zeitliches Haus, eine Villa etwa. Ein bisschen davon ist manchmal noch vorhanden. Ich erzähle etwas jetzt über die Verstorbenen. Es ist ja November, nicht wahr? Auf großen Friedhöfen, alten Friedhöfen, da gehe ich gerne mal vorbei, nicht an den Einzelgräbern, sondern an den Familienbegräbnissen. Familienbegräbnis der Firma, nicht der Firma, der großen Familie, so und so. Beeindruckend. Das ist auch eine Art von ewiges Haus, in dem sich die einzelnen Familienglieder beerdigen lassen. Und jetzt kommt meine Kritik natürlich, und bei uns sind die ewigen Häuser geschrumpft. Also, meine Arme sind nicht ganz lang genug, um also die Größe eines Sarges zu bezeichnen. Aber das soll die Größe eines Sarges sein. Das kann unser ewiges Haus sein. Ist schon sehr viel kleiner und kommt auch erst nach meinem Tode in Betracht. Obwohl natürlich es vielleicht sinnvoll wäre, sich vorher schon mal auszusöhnen und den Platz auszusuchen, wohin man denn gelegt werde. Und manchmal ist es ja noch geringer, da werden diese Häuser, ewigen Häuser, schrumpfen dann zu solchen kleinen Häusern zusammen. Was ich nicht so gut billigen kann, weil das ist nicht zufällig, das ist nicht praktisch. Das ist der Glaube unserer Zeit, unserer Gesellschaft, dass es mit dem Jenseits wenig auf sich hat, man auf jeden Fall sich nicht darum kümmern muss. Da bin ich aber doch sehr anderer Meinung. Wir müssen uns sehr wohl um das Jenseits kümmern, weil, nicht nur, weil es ein Gericht geben könnte. Ich hoffe, dass es ein Gericht gibt und dass die Guten besser dabei wegkommen als die Schlechten. Was wäre das für eine Welt, dass die Bösen dieser Welt einfach ungeschoren davonkommen wie die Guten? Philosophen wie der große Immanuel Kant hat deshalb den Himmel gefordert und das Gericht des Himmels wegen der Ungerechtigkeit in dieser Welt. Die muss ausgeglichen werden. Ich finde das ein sehr überzeugendes Argument. Und das andere Argument, dass es kein Jenseits gibt, ist auch vor einiger Zeit weggefallen. Also in der Neuzeit, 17., 18., 19. Jahrhundert, hat man geglaubt, die Welt sei ewig oder sagen wir, die Natur sei ewig. Das ist ganz bestimmt nicht der Fall. Dieser Atheismus, der dann eben an das Jenseits nicht glauben wollte, stützte sich auf den Gedanken, die Natur ist ewig. Ja, dann wird ja wohl Gott nicht mehr ewig sein. Der hat ja das beerbt, hat er ja die Ewigkeit beerbt. Aber wir wissen seit 1929 genauer, dass die Welt
irgendwas zwischen 10 und 20 Milliarden Jahre alt ist. Man gibt heute genauer an 13,7 Milliarden Jahre einen Urknall. Also dieser Unglaube, dass es kein Jenseits gibt, kann sich jedenfalls auf die Wissenschaft nicht mehr stützen. Und es gibt noch ein starkes Argument, mit dem will ich aber längst dann schließen. Vielleicht hält man so viel Jenseitsbetrachtung auch gar nicht aus, sodass ich also bald schließen muss. Wir haben doch, wenn wir die Zeitung aufschlagen oder andere Medien benutzen, jeden Tag das Wort Klima. Ich kann gar nicht mehr schlafen ohne das Wort Klima. Natürlich in der Form Klimakatastrophe natürlich. Auch das zeigt darauf hin, dass wir offensichtlich mit der Erde doch nicht ganz auskommen. Ich habe da auch einen Philosophen ausgemacht, es gibt einige, aber einen ganz besonders. Im 19. Jahrhundert habe ich den ausgemacht, den nenne ich jetzt, ich weiß noch nicht, wie ich öffentlich damit hervortrete, den Vater der Klimakatastrophe. Der heißt Ludwig Feuerbach. Und ich will auch sagen, erklären, warum er, nicht alleine persönlich natürlich, der Vater der Klimakatastrophe genannt werden kann. Er hat im Januar 1849 hat er empfohlen, das war dann seine Formel, er will aus Kandidaten des Jenseits will er Studenten des Diesseits machen. Studenten heißt so viel wie Arbeiter, Studiere heißt sich bemühen und arbeiten, will er Studenten des Diesseits machen. Er will das Paradies gar nicht leugnen, das die Religion vorstellt. Er will nur nicht, dass es im Jenseits liegt. Er will es ins Diesseits bringen. Ein Programm seit 170 Jahren. Marx hat sich besonders auf diesen Ludwig Feuerbach gestürzt und hat sein Programm danach eingerichtet, nämlich das Paradies auf Erden zu schaffen. Das Schicksal marxischer Paradiese kennen wir. Aber es gibt natürlich die Version auch in unserer freien Wirtschaft, in unserem Herzen sitzt es, was ich nicht in meinem Leben erlebt habe und was ich da nicht an Glück bekommen habe, das ist nichts. Und ich würde sagen, es ist genau umgekehrt. Ich kann hier anfangen, vom Glück und von Erfüllung zu sprechen. Eine Erfüllung hier kann es gar nicht geben. So viel heute also von der Josef und seine Brüder über die Levirats-Ehe. Und über den Vater der Klimakatastrophe heute Morgen. Amen.